Jo, moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, ihr habt's gestern im Video gesehen. Ihr wusstet es aber auch schon vorher, dass ich mit meinem Kater gut in Deutschland angekommen bin. Ja, also ja, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, auch wenn es viele nicht hören wollen. Absolut tolles Tier. Der hat die Reise richtig gut überstanden. Ich glaube, der hat das alles gelassener sogar gesehen als ich. Ja. Ich hatte halt noch so ein bisschen Angst, weil wie gesagt, 12 Stunden in so einer Box oder in so einer Tasche ist schon nicht ohne, ja. Aber mit ein bisschen Streicheln und gut zureden wurde es ja dann immer besser. Und ihr habt ja gesehen, am Flughafen war er total entspannt, relaxed, hat sich da die Flieger angeguckt. Ja, auch im Flugzeug, es war verdammt eng, wirklich. Aber diese 3,5 Stunden habe ich gut verbracht mit ihm. Auch meine Sitznachbarn waren total lieb. Der Flieger war komplett ausgebucht. Ja, sonst hätte ich mich umgesetzt nach vorne in die erste Reihe. So war es ja eigentlich auch geplant. Aber ich glaube, Sun Express wusste da selber nicht so ganz, was Reihe 3 ist und was Reihe 2 ist. Ja, weil in manchen Fliegern hat man keine Reihe 1, 7 und 13. Liegt daran, dass es ja, solche Zahlen nicht überall ja, aberglaubentechnisch schaffen. Aber ansonsten, hey, da ist er ja. Ja, wie geht's dir? Alles gut? Jo. Hast du gerade Kackack machen? Ja. Hast du schon wieder Hunger? Ja, da schmeißt du mal da, seht das ja, sein Trockenfutter da raus. Aber ansonsten geht's ihm echt blendend. Ja, wenigstens einem hier im Haushalt, dem es gut geht. Ach, jetzt geht er wieder, guckt, was in der Töppe ist. Das ist mein Gulasch. Geht er weg? Warte mal, Leute, ich muss mal Pause machen und frisst mir das Fleisch aus dem Pott. Das will ich nicht. So, da bin ich. Ja, du kannst nicht einfach so in die Pötte gehen. Obwohl ich weiß, dass du ganz gerne mal auch was anderes zwischendurch isst. Ja, ich muss gleich nochmal durchsaugen. Ich habe eben gerade einen Brief, Post und so weiter fertig gemacht. Deswegen musste ich hier so einen Scheiß. Ja, wo Briefumschläge. Ja, komm. Wo Briefumschläge drin sind. Das Ding musste ich eben öffnen. Ja, warum musste ich das? Weil ich bei meinem Hausarzt. Ja, seit 2020 nicht mehr war. Es diesen Hausarzt aber auch seit 2020 nicht mehr gibt. Ja, der ist also da in Rente gegangen. Und jetzt habe ich einen neuen Hausarzt und habe dort einen Termin gemacht und habe den halt gesagt, ja, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr meine Patientenakte schon? Nein. Ich sage, okay, dann könnt ihr euch die anfordern. Nein. Datenschutz gibt's nicht, dürfen sie nicht. Und der Pott ist zu. Da kannst du jetzt machen und gucken, was du möchtest. Ja. Wie gesagt, laut Datenschutz dürfen die das nicht. Jetzt habe ich einen Brief an meinen ehemaligen Hausarzt geschrieben, an die Praxis, nachdem ich einen Telefonanruf hatte oder ein Gespräch hatte mit der Ärztekammer. Und habe dann angerufen und nachgefragt und die sagten, nein, nein, das müssen Sie schon machen. Der Hausarzt hat aber im August erst, oder doch im August war es, seinen Nachsendeantrag verlängert. Das heißt, Briefe gehen offiziell zwar noch an seine Praxis, die geschlossen ist, werden aber per Nachsendeantrag zum Glück zu ihm weitergeleitet. Ja. Dann hoffe ich, dass wirklich so schnell wie möglich meine ja, Patientenakten, Daten und wie auch immer sofort zu meinem neuen Hausarzt dann weitergeleitet werden. Ja, es ist eigentlich gar nicht so leicht. Ja. Dann sagt man, okay, ich brauche mal einen Termin so zum Check und wie auch immer. Kriegt man den halt erst am 10. Januar. Also es ist schon krass, wie sich eigentlich so die Hausarzt-Situation hier in Teilen Deutschlands entwickelt, ja, nämlich rückläufig und negativ. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt einen Arzt gefunden habe, ja, eine neue Praxis, sage ich mal, die eröffnet worden ist und noch Patienten aufnimmt, weil ich habe hier Laufereien gehabt. Leute, ihr macht euch keine Vorstellung, ja. Ich habe ja wirklich Laufereien gehabt von Praxis zu Praxis. Erstmal habe ich telefoniert und bin dann tatsächlich bei einer fündig geworden, wo ich dann jetzt aufgenommen worden bin. Zum Glück, sonst hätte ich jetzt echt ein Problem. Ja, und kann man sich auch gleich mal wieder ein bisschen auskotzen. Ich habe manche Kommentare natürlich wieder gelöscht unter dem letzten Video oder auch unter dem vorletzten Video, weil da wieder so ein paar bei sind, die der Meinung sind, die müssen übertreiben. Also, wie gesagt. Einfach Kommentare gelöscht, die Leute gehen mir einfach auf den Sack und werden dadurch minimiert. Ist mir auch scheißegal.
Ihr könnt jetzt schreiben, was ihr wollt. Es kann eh keiner mehr lesen. Ja. Manche Sachen sind mir einfach zuwider. Da habe ich keinen Bock drauf. Die werden noch gedacht. Oder ich gebe ein Herz drunter, dass sie sich dann schön drüber ärgern. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt sitzen wir hier aktuell zu Hause, gucken raus. Nachdem es die letzten 2 Tage Tauwetter war, ist heute wieder Schnee angesagt. Ja, ich fühle mich nach wie vor immer noch nicht wirklich gut. Ich habe Druck im Kopf, obwohl ich schon meine Tabletten nehme alle. Ja. Und viele sagen, ja, Tabletten, da friss mal Tabletten. Ja, was bleibt denn anderes übrig? Ja. Geh raus, mach Sport. Ich habe keinen Bock, mein Krankheitsbild hier nochmal großartig zu erzählen. Ja, guckt euch meine Videos an, dann wisst ihr, warum ich keinen Sport machen kann. Aber manche sind wirklich ein bisschen, ich weiß nicht, die meint es vielleicht gar nicht böse oder so. Ja. Aber wenn ich sage, ich kann keinen Sport machen, dann kann ich keinen Sport machen. Ganz einfach. Ja. Und zumindest nicht mehr so, wie es andere sich denken. Geh doch raus, spazieren und laufen. Wie denn bei Polyneuropathie? Wenn die Nerven in den Beinen im Arsch sind und du alle 20 Meter taube Knochen hast und es wehtut. Ne? Ja, geh doch ins Fitnessstudio. Mit Arthrose. Na klar, geht man mit Arthrose noch ins Fitnessstudio. Macht ja auch Spaß dann, oder was? Ja, das soll kein Heulvideo werden oder sonst was, aber manche übertreiben es einfach nur und hinterfragen gar nichts. Ja? Das sind dann auch die, die freiwillig irgendwo in so ein Impfzentrum rennen. Ja, und sich dann da irgendwo wegpieksen lassen. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber wie gesagt, man sollte alles immer mal hinterfragen, warum der Mensch so ist, wie er ist. Es hat nicht immer was mit Faulheit zu tun oder keine Lust oder sonst was. Ja, oder mit Ausreden oder wie auch immer. Bloß welchem Arbeitgeber zum Beispiel sollte man gut tun oder sollte man helfen können, wenn man sich selber scheiße fühlt? Mal hinterfragen. Ja, Regale auspacken im Edeka. Leute, mit einem kaputten Rücken geht nichts mehr auch zum Auspacken. Ich weiß, das ist ein lieb gemeinter Rat gewesen. Aber wenn ihr erstmal so eine Probleme habt und ihr nicht mehr länger als 5 Minuten am Stück stehen könnt, dann ist da nichts mehr mit Regale ein- und ausräumen oder sonst was. Ja, wenn ich mal Glück habe und ich finde vielleicht immer schon irgendwo einen Job als Staplerfahrer oder so. Aber aktuell baut ja jeder Großunternehmen ab. Ja. Im Moment wird überall, wenn Stellen gestrichen, es wird abgebaut. Deutschland fährt sich aktuell komplett an die Wand. Wo will man denn dann noch einen relativ gut bezahlten Job kriegen? Und ich gehe nicht für Mindestlohn arbeiten. Mache ich nicht. Sehe ich gar nicht ein. Leute, ich habe einen Hauptschulabschluss, einen qualifizierten. Ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe mein Gesellenbrief damals gemacht, wie man heute so schön sagt. Ja, und wie gesagt, ich habe gelernt, ich habe meinen Gesellenbrief, ich habe einen Abschluss, ich habe alles. Und warum soll ich mich unter Wert verkaufen? Ja. Ich habe in meinem damaligen Leben, sage ich mal, in meinem damaligen Berufsleben, habe ich mich recht weit hochgearbeitet. Aber irgendwann ging es dann halt nicht mehr. Ja. Und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo auch kopftechnisch nicht mehr viel geht. Es ist halt leider nun mal so. Wir sind nicht alle gleich. Ihr könnt nicht von einem auf den anderen schließen. Das ist immer so das, was viele, glaube ich, vergessen. Ja. Viele denken so, ach, 46, ja, du bist dann immer noch topfit und hin und her. Nein, nochmal. Wenn ihr 28 Jahre 3 Schichten gearbeitet habt, ja, ob das nun am Band ist oder als sonst was, dann macht sich das irgendwann bemerkbar. Und ich habe ja nicht nur als Stapler, da hinten an einer Tonne kannst du kratzen. Und ich habe ja nicht nur als Staplerfahrer gearbeitet, sondern damals in den 90ern als Logistiker hatte man diese Möglichkeiten von heute noch nicht, ja, wo man Gelenkwellen oder sonst was. Er war eben am Sofa, ich habe ihm gesagt, an seiner Tonne kann er kratzen und siehe da. Ja. Und wie gesagt, damals hat man das von Hand kommissioniert. Und das sind Sachen, die rächen sich heute. Bitter. Und deswegen alle jungen Leute da draußen, wenn ihr Hilfsmittel zur Verfügung habt, nehmt die. Ja. Ist nicht böse oder schwer oder sonst was. Nehmt diese Hilfsmittel und dann ist das gut für eure Gesundheit.